So, und da sind wir auch schon wieder. Ich muss aber eben was hier, ich muss mal eben kurz schauen, ob da ein Gruß dagelassen wurde in der Zwischenzeit, wenn ich gerade ein bisschen vom Mikro weg bin. Nein, sieht nicht so aus. Die einzigen beiden Grüße habe ich ja schon vorgelesen hier von Senat und von Mitch heute Abend. Wie viele sind eigentlich noch da? Wie viele Leute? Also, Bernd macht Schluss. Gute Nacht, Bernd. Der Jens ist noch da, Mitch ist noch da. Zwei Gäste sehe ich hier. Alon sehe ich hier. Frank ist auch noch da. Hm. Gut. Okay, Mitch, alles klar. Sehe schon, ja. Gut. Gut. Wir mal gucken, woran das liegt. Ja, damit wir dem Fehler auf die Schliche kommen, was da los ist. Bei meiner letzten Sendung gab es das ja in der Form nicht. So, aber ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Ich mache mal wieder hier. So, jetzt könnt ihr mich sehen. Ich habe schon mal in der Zwischenzeit hier den Emulator für den Amiga gestartet. Ja, okay, ist alles klar soweit. Alles Gute. Gut. Alles Gute, gut. Ja, oder so. So. Und dann lege ich mal jetzt hier los. Das ist ein Spiel, das nennt sich Els. Wenn das jetzt hier startet, was er gerade nicht tut. Achso, ja, genau, kann er auch gar nicht. Jetzt aber. So, so ist, glaube ich, besser. Das ist momentan noch in der Entwicklung. Else We Get Mad. Ein Spiel, wie man unverkennbar erkennen kann. Oder so. Ja, hat das was mit Bud Spencer und Terence Hill zu tun? Und ich würde sagen, wir legen mal einfach los. Wobei, ich höre gerade gar nichts musikalisch von dem Spiel. Was daran liegen könnte, dass ich gerade den Ton abgestellt habe. Ich glaube, so ist besser. Dann mal los. So. Man kann das Ganze zu zweit spielen, ist halt so im Stil von so, ja, Spielen wie zum Beispiel Double Dragon und ist auch noch nicht fertig. Das ist gerade sozusagen eine Demo-Version, die es da gibt momentan. Es gibt auch noch so ein anderes Spiel, was in Entwicklung ist, was ja auf PC erscheinen wird, was ja auch über, ja, ich weiß gar nicht, was über Kickstarter oder über eine andere Crowdfunding-Plattform finanziert wurde hier, zu Bud Spencer und Terence Hill. Da gab es ja auch schon mal auch eine Demo. Und das soll ja im Dezember diesen Jahres erscheinen. Ich muss gerne mal gucken, wie es genau hieß. Können wir jetzt mal für die 2 drücken und kommt ein zweiter Spieler rein, was natürlich sehr sinnvoll ist, da ich gerade hier alleine agiere. Also nur mit einem Controller und keinen neben mir habe, der mitspielen kann, leider. So, Gegnertypen sehen momentan auch irgendwie alle gleich aus. Da gibt es noch nicht so die große Auswahl. Aber ich kann jetzt weitergehen. Terence, schlag zu! Ich sehe schon, ich werde einige Titel doch noch jetzt, auch aufgrund der späten Uhrzeit und der doch irgendwo technischen Schwierigkeiten, die ich da momentan mit der Übertragung ja heute Abend so ein bisschen hatte, beim nächsten Mal dann zeigen. Da auch jetzt nicht mehr so viele da sind, wie es aussieht. Game over. Oh, ich habe einen neuen Highscore. Auch schön. Also ganz nette Demo, wie ich finde, von dem Spiel. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja beim ersten Mal auch schon den Highscore geknackt. Aber diesmal ein bisschen mehr. P durch Pause. Aha, okay. M kann man die Musik im Spiel ausmachen. Oder ich kann mir auch eine Demo anschauen. Können wir mal kurz gucken.
Dann zu zweit hier, Bud Spencer und Terence Hill. Schlag zu. Ich kann ja da gerade mal, wo die beiden dann hier rumkämpfen, mal gucken. Nach dem Spiel, was da noch in Entwicklung ist. Nach dem Titel. Das war Slaps and Beans. Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans. Und das soll im Dezember erscheinen. Ja, es war über Kickstarter, dann doch, alles klar. Es war über Kickstarter, über das es finanziert wurde. Und es wird halt im Dezember 2017 released, das Spiel. Das erste offizielle Videospiel, ja, mit Bud Spencer und Terence Hill. Man darf gespannt sein, denke ich. Ah, die Demo ist schon vorbei, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier wieder raus und lade jetzt mal ein anderes Spiel. Muss gerade nochmal mir mal die Disketten hier rausholen. Und zwar ein Tennisspiel von 1995, was auf dem Amiga erschienen ist. Und es geht eigentlich da jetzt primär um den zweiten Teil, aber ich will euch erstmal den ersten Teil mal eben kurz hier zeigen. So, ein bisschen schneller. So. Ein bisschen die Ladegeschwindigkeit erhöhen. So, Center Court Tennis von Gernot Fritzsche 1995 erschienen. Und während hier der Center Court zu sehen ist, das Bild ist in dem Fall nicht so homogen zentral im Emulator, aber okay. Gehe ich mal kurz in wenn mich das Programm alle lässt, aber in ein anderes Fenster, in das hier. Weil ich will euch mal den Test aus der Amiga Joker von damals zeigen zu diesem Spiel. Und zwar hat das Spiel damals in der Amiga Joker Center Court Tennis 48% bekommen. Also nicht gerade viel. Ja, Grafik 42, Animation 38, 46, Musik, Sound FX. Lies mal kurz vor. Also der Herstellername ist Programm. Das neue Blitzware Label hat diese Tennissimulation mit Blitz Basic gestrickt, was sie dem alten Great Course 2 zwar ähnlich, aber eben längst nicht so gut macht. Hier dient ein auf unterschiedlichen Belägen durchführbares Einzel gegen Mitmensch oder Computer als Training und wer sich erstmal fit genug fühlt, darf dann als Profi Weltranglistenpunkte und Preisgelder sammeln. Dabei turnieren aber schon ein einziger Gewinnsatz über das Weiterkommen entscheidet, müssen wohl die neuen Fähigkeiten der Cracks für ein wenig Realismus sorgen. Sie charakterisieren nicht nur das alter Ego des Spielers, sondern auch seine 95 Konkurrenten. Auf dem Platz erschwitzt man sich jedes Mal Punkte, die dann auf Laufarbeit, Loop, müsste eigentlich auch heißen, oder? Ich bin gar nicht so der Tennis-Crack, aber Lob kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Rückhand etc. verteilt werden dürfen und den Helden des Sports allmählich vom Nobody zum zweiten Pete Sampras machen. Obwohl ja Lob nie schaden kann an für sich. Der knallbunte Court, das habe ich sogar Tennis-Slang nicht kenne, weil ich bin kein Tennisspieler. Der knallbunte Court ist aus einer leicht erhöhten Perspektive zu sehen und nicht gerade eine Augenweide, was auch für die hölzernen Animationen der darauf herumturnenden Sprites gilt.
Immerhin lassen sich die, je nach Stellung zum Ball, verfügbaren Schläge mit dem Stick locker ausführen. Entsprechendes Reaktionsvermögen vorausgesetzt, denn die Filzkugel flitzt teilweise mit einem Affenzahn über den Screen. Musik und Sound FX hinterlassen dagegen einen müden Eindruck. Positiv fallen dafür die Replay-Funktion, speicherbare Spielstände und die Entwicklungsmöglichkeit des Schützlings ins Gewicht. Entscheidet selbst, die uns noch nicht vorliegende AGA-Version soll ebenfalls nebst aufgebauter Optik einen Doppelmodus enthalten und ist ebenfalls erhältlich bei, und dann kommt die Adresse. So, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir gucken uns das Ganze mal eben kurz an. Weil ich will auf den zweiten Teil hinaus, der 2 Jahre später kommen sollte, nie kam und jetzt letztes Jahr erschienen ist. Also die Fortsetzung World Court Tennis 2. Apropos, ja, es ist blöd, wenn ihr das Spiel nicht seht. Moment. So, mal kurz wieder den Bildschirm wechseln. So. Ja, Diskette B einsetzen. Okay, gut. Dann machen wir das doch. Ein bisschen schneller. So, da sind wir auch schon. Center Court. Also sollen wir gerade mal eben sich das Bild ein bisschen anpassen. Auch besser aus. Okay. Ja, wir machen mal ein Single Match. Mal eben kurz zum Zeigen. Können also jetzt hier auswählen: 2 Spieler, 1 Spieler, wie viele Sätze, welchen Platz wir nehmen. Dann machen wir Sand, können halt die Spieler auswählen, Boris Becker zum Beispiel, und dann loslegen. So, Aufschlag habe ich und ja, der Ball fließt doch ziemlich schnell. Ja, und das waren alle 2 Fahrkarten. So, einmal. Ah, nein. Gestolpert. Ah, Mist. Ich bin jetzt unten. Ja, man muss auch richtig schlagen. Ah, Mist. Der Ball flitzt in der Tat ziemlich schnell. So, Seitenwechsel. Boris Becker 0, also ich. Change of Sides, Becker Courier. So, jetzt bin ich oben. Ach Mist. Da war ich ein bisschen zu weit. Weit weg. Das war ein Ass. Ja, der war gut. Der war gut, der Schlag von mir. Ach, scheiße. Oh, Netz, da hat der Computer gar nicht getroffen. Ah, Mist. Okay, hat der einen Punkt. Und ich habe wieder Aufschlag. Oh, der war gut. Und der ging uns aus. Ah, Mist. 15 beide. Ah, okay. Ach, Mist, da war ich wieder zu weit hinten. Wow,
Was mache ich denn da? Ich krücke. Seitenwechsel. Einen Satz machen wir mal. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, so wie ich spiele. Ah! Wie soll ich denn den bekommen? Hallo? Das war ein Satz mit X. Das wird hier ein Durchmarsch. Ein Durchmarsch für ihn. Ah, guter Ballwechsel. Na, immerhin ein Punkt für mich. Nein! Ah! Shit! Ach, nein. So, jetzt aber. Nein, der war. Ah, den habe ich schlecht angenommen. Ja. Ach. Also ihr seht, also ich mache da keinen großen Gewinn bis jetzt. Also noch keinen Satz, noch kein Spiel im Satz gewonnen. Und der erste Satz ist schon so gut wie verloren für mich. 5:0 lege ich zurück. Also Kurier. Hat 5 schon und hat jetzt Aufschlag auch noch. Toll. Ass. Ja. Blitz. Ich kenne den Begriff Blitzschach. Hier passt der Begriff Blitztennis, glaube ich, auch ganz gut. Ja, und schon. Hey, ich habe eine. Ah. Und bin hingefallen. Und damit habe ich den ersten Satz auch schon verloren. Ja. Also, 48% bekommen damals in der Amiga Joker. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ob es zu niedrig ist. Auf jeden Fall ist es doch relativ schnell, wie ihr gemerkt habt. Und für meinen Geschmack etwas zu schnell. So. Und habe auch hier verloren, wie es aussieht. Gut. Dann machen wir mal als Folgendes. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Nachfolger. Und dazu muss ich einmal kurz was jetzt hier umstellen. Und dazu brauche ich dann auch einmal eine CD. Weil ich werde jetzt einmal hier das CD32 emulieren. Und einmal starten. Und los geht's. Da ist es auch schon. Und ja, dieses Spiel, was ich jetzt euch zeige, Great Courts Tennis 2. Das ist letztes Jahr erschienen, 2016, nach 19 Jahren. Weil eigentlich sollte es 1997 erscheinen. Wieder von Fritsch programmiert. Und von Gernot Fritsch, besser gesagt. Allerdings war das Spiel damals ja einfach zu umfangreich für Diskette. Und es schlummerte lange Zeit aus einer Festplatte. Und wäre fast für immer verloren gewesen. Und niemals erschienen. Aber es wurde gerettet. Wie, weshalb, warum, wieso das Ganze passiert ist, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, in der aktuellen Return. Weil da ist das Spiel vorgestellt, auch wie ich finde, die sehr interessante Geschichte über die Rettung. Ist ja momentan anscheinend öfter der Fall, oder kommt zumindest öfter vor, habe ich den Eindruck, dass ehemalige Programmierer, die mal ein Spiel gemacht haben und dann es vielleicht nie beendet haben, aufgrund von Zeitmangel oder keine Lust oder sonst irgendwas, ihre alten Sachen wiederentdecken und fertigstellen. Zum Beispiel Richard Lindenstein, der letztes Jahr seinen Reshoot veröffentlicht hat. Ein Titel, mit dem er vor langer, langer Zeit angefangen hatte auf dem Amiga, aber dann aufgrund von Beruf das nicht weitergeführt hat. Und ja, hier ist es jetzt so, dass dieses Spiel erschienen ist, dank auch der Unterstützung von Fans
die das Spiel Great Center Court Tennis 1 anscheinend ja dann doch hatte. Und ja, ich zeige jetzt mal hier den zweiten Teil. Wenn ich den starte. Und wenn er mich auch starten lässt, das macht er. Achso. Ich würde auch auf Start Playing drücken. Wäre ganz hilfreich, glaube ich. Könnte zumindest helfen. So, jetzt haben wir ja digitalisierte Bilder hier von zum Beispiel jetzt von Andrew Agassi. Ich könnte jetzt auch einen neuen Spieler kreieren, um damit eine Tournee zu spielen. Könnte einen Spielstand auswählen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Weil ich wollte einfach mal jetzt ein Einzel-Match zeigen. Allerdings werde ich erstmal die Sprache ändern von Englisch auf Deutsch. Und hier sieht man, was man alles so einstellen kann. Platztyp, Gras. Best of 1, Best of 3, 5. Computerwechsel, Spielstil, Taktik und so. Reaktion langsam, intelligent, niedrig. Doppel mit nur 32 Farben. Aha. Bild, Musik, Sprache, ja, fertig. Und jetzt gehe ich mal auf schnelles Match, also Quick Match. Und wir spielen jetzt gleich mal hier mit den beiden Spielern einmal. Spieler 1, Trevor. Und Spieler 2. Mitch, was doch. So. Und zwar eine Einzelpartie. Kannst hier die Intelligenz des Computers einstellen, Konditionen laufen. Ach, mal ein bisschen niedriger. Wir wollen auch gegen auch gewinnen. Und das Match beginnen. Beim zweiten Teil jetzt. Oh, ich habe Aufschlag. Was ist jetzt los? Warte mal, hier bei mir. Ich hoffe, ihr seid noch da. Lebt ihr noch? Ist noch jemand da? Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich gerade eine Turbo anhatte. Eigentlich nicht, nein, hatte ich nicht. Ich meine zumindest nicht, Frank. Ich höre nur ganz normal, den normalen Amiga an. Also den Emulator. So. Gut, dann legen wir mal los. Hier bin ich unten. Da hat Mitch einmal einen besseren Schlag gehabt. Ich mache mal gerade ein bisschen lauter. So. Das läuft doch ein bisschen gemäßiger ab. Also ich hatte jetzt nur den normalen Emulator, also die normale Einstellung von der Amiga 500 an. Keinen Turbo oder so. Lieber Frank. Falls ich da mich jetzt nicht irren sollte, da muss ich mal nachschauen, aber ich meine nicht. Das war ein Schlag ins Netz. Ah, Mist! Ah, Mitch, ist gar nicht mal so schlecht. Na, was war das denn? Hallo? Oh Mann! Ach, Mitch, ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielen kannst. So. Der ging jetzt aus, Gott sei Dank.
nein! Ah, der wäre jetzt so einfach, eigentlich einfach gewesen. Aber der Computergegner ist in dem Fall doch noch etwas stärker, als ich dachte. Was? Hallo? So, jetzt hab ich mal Aufschlag, Mitch. Edge! Okay, Netz. Ist ja gut. Da war ich nicht gut genug. Nein! Oh. Ganz aus. Nee, ich bin nicht gut heute irgendwie. Überhaupt nicht. 3 Punkte schon für Mitch geht doch nicht. So, er wartet ganz locker ab, bis ich ihn ins Ausschlage. Nein! Ach, Mist. Na, der ging aber ans Netz, der Ball. Okay. Nein, auch nichts. Dass mir gerade ein Auto vorbeigefahren ist bei mir. Hey, ich habe einen Punkt gemacht. Ich habe einen Punkt gemacht. Ah, Nistik. Ach, Doppelfehler. Was ist denn jetzt los? Ja, das war klar, den kriege ich nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. So, jetzt hat Mitch Aufschlag, das sieht nicht gut aus für mich. Jetzt nochmal ins Netz schlägt, dann vielleicht. Ah, das war klar. Oh Mann. Oh, 30-0. Ich glaube, es verliert Trebor und Mitch wird dieses Spiel gewinnen. Ja, aus. Und jetzt Matchball. Wieder nur einen Satz hier. Ja, okay, das war's. Das war's, das war's, das war's. 6-0 hat Mitch mich geschlagen mit meinem Computergegner. Ja, also sehr, aber also ich, der zweite Teil, muss ich schon sagen, gefällt mir rein optisch schon mal besser als der erste Teil. Mit doch diesem guten Bezug bin ich von der Grafik her so zu Great Chords 2. Generell zur Great Chords Reihe von Blue Light damals. So, mal wieder mal den Ton ein bisschen leiser. Boah, Jungs, ihr wisst gar nicht, wie ich hier schwitze gerade. So, Nacht Frankie. War wieder super, Dankeschön. So, aber jetzt lasst mich jetzt noch keine Ruhe. Übrigens, ich hoffe, ihr verzeiht. Allerdings werde ich doch ein paar Sachen jetzt aber die nächste Saison verschieben. Also StarCraft und auch Prey. Und noch so einen anderen Titel, den ich noch zeigen wollte. Aber es lief heute nicht ganz so wie erwartet halt, ja. Gerade auch diese technischen Schwierigkeiten mit der Übertragung, das gefällt mir halt nicht, wenn ihr das nicht in Ruhe und so schauen könnt, wie es eigentlich vorgesehen ist, wenn wir da diese Schwierigkeiten haben. Das bringt mir auch so ein bisschen raus. Macht mich, ja, nicht glücklich, ja.
Und finde es schade, wenn es nicht so läuft, dann einmal frei. So, aber jetzt muss ich mal eben kurz was hier probieren. Weil ich will mal eben was hier testen, was der Frank gerade ja gesagt hatte. Das heißt, ich mache mal gerade ein bisschen Hintergrundmusik und immer den Emulator leise. Also, ich finde, sehr schön das Spiel, finde ich, das der zweite Teil. Und wie gesagt, die ganze Geschichte, wie das Spiel gerettet wurde. Und den Artikel dazu gibt es halt in der Return jetzt in der neuen. Sind drei Seiten. Nein, vier. Vier Seiten. Na gut, drei Seiten Text. Vier Seiten hat der Artikel. Wovon eine Seite halt noch ein großes Bild ist vom Tennisplatz. Und dann drei Seiten Text. Ja, also da bekommt ihr halt sehr viele Informationen über die Geschichte des Spiels. Kann ich also nur mehr empfehlen. Und jetzt will ich mal eben was hier prüfen. Ayu. Dazu will ich mal eben kurz hier das Fenster wechseln. So, jetzt mal eben was hier überprüfen. Schau jetzt einen kleinen Moment, jetzt muss ich mal eben kurz was hier prüfen. Also. Weil ich immer kurz was hier gucken, was der Frank ja gerade geschrieben hatte, ob ich da doch einen Fehler hatte, was Geschwindigkeit angeht, aber ich kann ja an für sich meine Einstellungen, die habe ich ja nicht geändert oder so, also sprich, dann kann es ja nicht liegen, dass dann zu schnell hätte laufen sollen, das Spiel. Aber das kann man mal eben ja nochmal kurz testen. Könnte ich ja schnell machen im Hintergrund. Zweite Diskette einlegen und weiter geht's. So. Ich habe mir gerade jetzt immer das Spiel jetzt hier geladen. Na, was ist? Gut. So, müssen wir mal kurz gucken, was da los war. Nee, also das. Ich meine, den Ton komplett mal weg. Das sieht mir jetzt nicht aus, dass es irgendwie langsamer jetzt ist. Der Chipsatz ist der gleiche. Ne, also ich habe da nichts geändert an den Einstellungen oder so. Das hat jetzt hier die Emulation als Amiga 500 halt. Mit der normalen Standardkonfiguration, sag ich mal so. Was den Amiga angeht.
Also da ist nichts irgendwie jetzt beschleunigt von mir oder so. So ist das Spiel anscheinend in der Tat. Also. Ne, okay, gut, alles klar. Ich wollte einfach nur wissen, um da meinen Seelenfrieden zu haben. Insofern, ne, das scheint immer so zu sein. Also ich kann zumindest da jetzt nichts irgendwie dran sehen, bei der Einstellung, dass irgendwas jetzt nicht so ist, wie es sonst auch immer ist. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier raus. Und ja, wer ist eigentlich noch da? Auf Smashcast läuft es halbwegs. Okay. Sehr, sehr merkwürdig heute alles. Gut, wir haben jetzt 1:42. Ich mache mal eben schnell noch ein Spiel für eine Atari XL nach der nächsten Musik. Bereite ich mal eben vor. Und ich würde sagen, da höre ich mal heute langsam so auf. Ich, ja, sind jetzt auch nicht mehr so viele da. Und es macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt hier weiter jetzt noch bis 2 bis 3 Sendungen unter Umständen, was ich zwar gerne noch machen würde oder könnte theoretisch, aber bringt ja auch nichts, wenn es nicht jeder sehen kann und wenn es immer wieder Schwierigkeiten gibt mit der Performance. Also keine Ahnung jetzt, wo das genau dran das Problem liegt, ob es vielleicht doch bei mir liegt oder woanders, müssen wir mal schauen. Nach der Sendung und mal ein bisschen der Fehlerquelle auf die Spur gehen, damit das beim nächsten Mal nicht so ist. Naja, so, aber jetzt erstmal einen Musiktitel und zwar hören wir jetzt von Mordi ein Remix zu Donkey Kong 2 Country und zwar Seagull Sonata und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich, Leute. Ja, genau, das ist ja auch ein Grund, warum ich dann gleich auch Schluss machen werde, damit wir noch ein bisschen testen können. Und dementsprechend wir das die Fehlerquelle ausmerzen können. Thank you.
So, und da bin ich auch schon wieder und hier auch schon Emulator für den Atari X11, Atari 8-Bit ist gestartet und da muss ich jetzt erstmal gucken und ich sehe gerade, ich war gerade wieder anscheinend kurz offline. Ich mache einfach weiter. Naja, gut. So, das Spiel, was ich jetzt zeige, ist auch neu für den Atari XL und zwar Time Pilot. Von jetzt gerade vor kurzem erschienen und ja, ist halt eine Umsetzung des bekannten Arcade-Automaten. Von 82 ist das Original ja hier von Konami. So, und da wollen wir mal loslegen. So, dann muss ich jetzt hier die Flugzeuge abschießen. Und darf sich nicht mal mich selber abschießen lassen. Und jetzt den Zeppelin treffen. Ah! Ja, so viel zum Thema nicht erwischen lassen. Ja, toll. Naja, so kann's, so geht's auch. Und ab durch die Zeit. Bisschen zu weit. Ab durch die Zeit. Ab durch die Zeit. 1940 sind wir jetzt. So, den können wir einsammeln. Gibt extra Punkte für die ja, Fallschirmspringer. Und jetzt haben wir alle sehr viele Flugzeuge erledigt. Jetzt kommt also sozusagen der Boss des Levels. Das hier. Und geschafft. Habt euch die Zeit. Genau, hat so bei einer Competition gewonnen. Ich muss gerade mal gleich mal schauen, welche das war. Oder falls du das gerade um hier machst, Jens, kannst du das, kann ich gerade mal eben kurz posten. Hat mich den ersten Platz gewonnen. Diese Umsetzung. Da hat mich das erwischt. Und geschafft. Ne, C64 Sitzen brauche ich jetzt nicht. Ganz gut aus. Ah, nein. Sah fast ganz gut aus. Game over schon. Ah, aber wir haben auch, wir können uns eintragen in die Liste. Einen Moment. Ja, warum kürzt das gerade nicht? Ja, ich kann gerade nichts sagen. Moment.
So, ich bin gerade nicht. Der Joystick ist immer gut. Da muss ich halt AAA. Dann eben so. Ups, scheiße, schon wieder neu. Gut. Ja, muss ich mal kurz jetzt nachschauen. So, aber es ist eine sehr schöne, quasi, also eine sehr schöne Umsetzung halt von Time Pilot auf Atari XL. So. Lass mal eben da kurz kaputt gehen. Wenn man eben so eben über ganz ruhig, wenn man eben was sucht, findet man uns meistens ja nicht. Kennt ihr das? So, ich mache mal dabei ein bisschen Hintergrundmusik an, während ich hier was hier raussuche. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Läuft die Musik nicht? Warum ist jetzt so leise? Jetzt ist besser. So, Leute, also, was wollte ich jetzt noch eben euch erzählen zu Time Pilot? Wenn ich es denn finde auf die Schnelle auch. So. Ich habe gerade mich, was ist denn gelesen? So, ach, falsche Maus. Genau, First Place auf der Wapniak in Polen 2017 gewonnen. Ein Port eben des Originalspiels von Konami. Und jetzt muss ich mal schauen. So. Also ein sehr schöner Port auf jeden Fall. Und es war eben erst vor kurzem, dass eben das Spiel das gewonnen hat. Diesen Preis. Also diese Veranstaltung, besser gesagt. Mit 313 Stimmen hat das Spiel gewonnen. Und zwar jetzt Anfang, das war, was noch, 15. Mai, davor das Wochenende. Also vor. Entweder jetzt vor 2 oder 3 Wochen war das. Ich weiß gar nicht genau, wann die war. Auf jeden Fall hat sie den ersten Preis gewonnen. In Polen. Bei der 5. Wapniak. Dort. Genau, die Demo-Party ist das vom 12. bis zum 14. Mai war die in Polen. So, ich habe es doch noch gefunden, was ich gesucht habe. Also vor 2 Wochen hat das Spiel den ersten Platz da gemacht. Und ist halt ein sehr schöner Port, wie ich finde. So, und ja, die Musik ist gerade aus. Ich sehe mich nicht mehr. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, wir haben jetzt
Laute Musik. Ich mache mal die gerade ein bisschen leiser. Wir haben jetzt gleich kurz, gleich 2 Uhr in 2 Minuten. Und ich würde sagen, ich mache damit jetzt hier in dieser Party-Version von Time Pilot, die vor 2 Wochen den ersten Platz gewonnen hat. Weil ich kann auch nicht mehr, ich bin auch jetzt ein bisschen fertig. Und ja, wir müssen ein paar Sachen auf nächstes Mal verschieben. Und ich hoffe, dass es dann auf einem flüssiger läuft. Also Flay werden wir beim nächsten Mal sehen, Starcraft werden wir beim nächsten Mal sehen und noch einige andere Titel, die ich, die wir dann das nächste Mal sozusagen in der Fortsetzung der heutigen Ausgabe dann uns mal anschauen werden. Es geht also dann weiter. Und ich hoffe dann ohne diese Lags, die ich da habe irgendwie, dass ihr nicht alles reibungslos sehen könnt. Das ärgert mich. Weil ich will, dass ihr es hier genießen könnt ohne irgendwelche Verzögerungen. Das müssen wir hinbekommen, auf jeden Fall. Und das werden wir auch schaffen irgendwie. Und ich gehe mal jetzt aufs große Fenster. Ich bin auch jetzt K.O. Mir ist heiß, mir ist warm. Ich schwitze. Ich habe keine Lust mehr jetzt. Nein, Quatsch. Ich hätte schon noch Lust, aber es reicht jetzt auch, glaube ich. Nach 6 Stunden Sendezeit. Passt. Ja, hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ich war zwischendurch mal ein bisschen überdreht, vielleicht auch wegen dem Kaffee oder so. Ja, werde das ganze Zeit dann dementsprechend dann hochladen, schneiden und mal gucken, was ich jetzt für eine Störungen rausschnibbeln werde, weil es ist ja blöd, wenn die drin sind. Und dann mal gucken, was am Ende ihr dann jetzt sehen werdet, gerade in diesem Moment vielleicht. Nein. Ja, das war die 2. Ausgabe, also hier von The Next Level, der Neck-Zockerabend mit Trevor, der jetzt aufhört für heute. Und ja, morgen halt Apprentice, in 2 Wochen abgezockt mit Mitch. Und damit, ich weiß auch gar nicht mehr, ob noch einer sehen kann oder so, oder ob es überhaupt nicht mehr geht, höre ich jetzt auf. Es gibt noch einen Titel aus dem Album Paula, Projekt Paula Amiga. Und zwar hier im Original von Paul van der Valk aus Hybris Redux, einen Remix von Takahashi Jones oder ja, Takahashi Jones. Und danach gibt es noch den Space Harrier Theme Remix von Plasma Free Music. Dahinter steckt Pascal, Michael oder Michael Stiefel. Der Schweizer ist er, wenn wir sie irre gerade. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche eine gute Nacht, einen schönen Sonntag, guten Start in die neue Woche. Jetzt macht das große Fenster. Und hoffe, allen, die dabei waren, live hat es Spaß gemacht, auch wenn es nicht sauber lief, immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn alles klappt, wie gedacht, am 24. Juni. Und damit wünsche ich euch jetzt bis dahin alles Gute. Ciao, ciao, euer Trebo. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Wird Zeit. Ciao.
So, und an der Stelle sage ich jetzt schon mal gute Nacht. Gleich dann eben noch der Space Harrier Remix. Und ja, schlaft schön. Bis dann. Ciao.